Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 10. Mai. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir gehen jetzt mal auf die erste Big Number 13.507. Falls es nach oben weiter Richtung 13.6 geht, würde ich Bescheid geben. Wir gehen jetzt einmal auf die Vola Boxen. 34 Blue Boxen gab gestern keine kleinen. Das heißt, da gibt es nichts zu holen und wir schauen uns dann hier in den Vola-Boxen einmal um und blicken einmal in die Vergangenheit. Also 13.581 wäre heute die Vola-Box, 13.581. Schauen wir mal. Und dann gehen wir einmal in den Gesamtüberblick. Bitcoin Vorlage Zickzacklinie und Daily Short. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 auch Long. Nächster Markt ist Dow Jones. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also in den kurzen Zeitebenen leichte Erholung. S&P 500, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short und 15 und 5 Long. Technologiebörse Nasdaq, Daily Short. 4 Stunden Short, Stunde Short und 30 Short und 15 und 5 auch hier Long. Öl Daily sind wir jetzt wieder Short. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten Long. Und der letzte Markt ist der DAX. Einmal DAX Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 auch, wie die anderen Märkte auch. Also erstmal leichte Erholung. Big Number haben wir platziert bei 13.507 und dann warten wir, bis der Markt hochkommt und wünsche uns allen. So, wir haben auch kurz die Big Number von 13.5 auf 13.6 gewechselt oder sind und wir gehen dann als Zielmarke bei 50 hier wieder rein und Zielmarke hier unten. Ups. Ist auch die 50 roundabout. Da gehen wir hin, wenn der Kurs dort reinlaufen sollte. 8:43 Uhr MTX. Gab es heute Morgen direkt ein Long-Signal im DAX. Und jetzt sehen wir, der Markt läuft in die erste Box rein. 13.592 scharf geschalten. Und wir sehen hier, wir haben heute Morgen schon 153 Punkte und wir haben ein Gap hier auf dem Niveau. So, bin gespannt, ob wir heute Turnaround Tuesday, Turnaround Tuesday. ob wir heute noch mal in Richtung Gap Closing laufen. Also erster Trade Short um 8:44 Uhr. Ab dem zweiten Trade, wie immer, gehen wir auf Angriff. So, wir sind kurz vor unserem Gewinnziel und unser Video und wir sind raus. Das war der Eröffnungstrade, 10. Mai 2022, 8:47 Uhr, Big Number, den ersten Trade. Ich verabschiede mich bei unserem Videotagebuch und wünsche allen noch gute Trades. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren.